Hallo meine Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Perlenstück mit mir. Ich habe heute meinen Honigjäger von Alexandra Tokareva hier vorliegen. Ich bin momentan an diesem Projekt am Sticken seit einer Woche. Und ja, ich wollte euch zum Sticken mitnehmen und erzählen, was mir alles passiert ist in den vergangenen 2 Wochen, wo ich keine Videos gedreht habe und ja, ein bisschen mich erleichtern mit dem, was auf dem Herzen liegt. Also eigentlich meist das Private, ein bisschen auch, was meinen Kanal betrifft, was die Zukunft angeht. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit diesem Kram, was ich jetzt loswerden möchte. Entschuldigung. Ja, gut. Damit ich auch in Ruhe reden kann, habe ich soweit vorsortiert meine Perlen, damit ich keine Fehler mache. Obwohl hier am Baumstamm, hier am Honigjäger, kann ich nicht viel falsch machen. Das kann man auch ein Auge zudrücken, wenn ich eine falsche Perle anbringen sollte. Die Lichtverhältnisse heute sind super. Also so gesagt, es strahlt mega die Sonne hier rein. Ich weiß aber nicht, was das für Auswirkungen haben könnte für das Video. Ich teste es einfach jetzt und ja. Also ich habe richtig viel Kraft gesammelt, getankt, damit ich jetzt ein Video aufnehmen kann. Und ich habe mega Angst, dass meine vorsortierten Perlen hier mir durch die Gegend fliegen. Ich habe solche Angst. Mir ist das letztens passiert. Und dann hatte ich keine Lust mehr auf das Video drehen. So, wir beginnen jetzt mal. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das an meiner Stimme... Soll ich euch zoomen ein wenig? Ich weiß es nicht. Ja, ich zoome euch so ein wenig. Das Vorsortierte brauche ich ja nicht zu zeigen. Das kennt ihr ja alles. Also die meisten. Die, die zum ersten Mal oder neu hier auf meinem Kanal sind, die können auch ältere Videos schauen, da wo zeige ich halt, auf was für Behältnissen ich vorsortiere. Wenn ich denn vorsortiere, früher habe ich ja nur vorsortiert und die Vicky hat mich letzten Endes davon überzeugt, vorsortieren kostet mehr Zeit. Direkt sticken geht einfacher. Durch Probieren und Probieren und Üben und Üben und Gott sei Dank durch diese Raster, die ich einzeichnen kann, habe ich festgestellt, es geht tatsächlich doppelt so schnell. Wie dem auch sei, ja, halt die, die mich kennen, seht ihr, jetzt habe ich die Perle verloren. Ich glaube, ich habe eine Perle ins falsche Fach gejagt. Oh nee, da ist sie. Ich habe sie gefunden, da ist sie reingesprungen. Ich bin noch erschöpft an der Stimme. Leider ist es so, dass es mich Anfang April das zweite Mal Covid erwischt hat. Ich war positiv getestet. PCR-Test gemacht und dann war ich 10 Tage zu Hause. Ich bin nach wie vor zu Hause. Ich habe absolut keine Kraft gehabt. Ich bin total erschöpft gewesen. Nasennebenhöhlen sind zu, Ohren sind zu, anstrengend zu reden. Ich habe es seit 3 Tagen geschafft, ein paar Videos zu schauen. Vorher war das nicht möglich. Das war echt erschöpfend
zuzuhören, erschöpfend sich auf etwas zu konzentrieren. Ja, da habe ich von der lieben Sunny Hachidori das Video gesehen. Ich konnte es nicht kommentieren. Falls du das Video hier schaust, liebe Sunny, ich wünsche dir nachträglich alles, alles Gute. Hoffen wir mal, dass das schnell überm Berg ist, dass du deine alte Kraft zurück hast. Aber es ist, ich fühle es selber. Ich hatte das ja beim ersten Covid so gehabt, dass ich gemerkt habe, ich habe lange, lange danach noch Konzentrationsprobleme gehabt. Atmung war nicht so wie früher, aber jetzt ist das noch intensiver. Nee, das ist absolut schlimm. Ständig müde, ständig müde. Ja, man könnte eigentlich tagelang durchschlafen, hat man das Gefühl, man steht auf, läuft ein paar Schritte und dann denkt man, nee, komm, leg dich wieder hin. Sobald du dich hinlegst, kurz die Augen schließt, dann schläfst du weiter, als hättest du tagelang nicht geschlafen, tief und fest. Und was anstrengend ist, man schläft dann, weil alles zu ist, na, an der Nase, am Hals. Schläft man kurzatmig, also Schnappatmungen hat man und im Schlaf auch und mit offenem Mund. Man atmet schneller, weil man halt Sauerstoff, das benötigte Sauerstoff versucht halt zu inhalieren. Man ist auch nach dem Schlaf genauso erschöpft wie vor dem Schlaf, sogar manchmal erschöpfter. Ja, das zu den Krankheiten. Dann dadurch, dass wir halt in Quarantäne waren, dadurch, dass wir so entkräftet waren, also ich jetzt, ich rede mal lieber von mir nur, war das so, es ist einiges in meiner Familie passiert, was meine Mutter betrifft, was meinen Bruder betrifft, was meine Nichte betrifft. So alles lebenswichtige, also sehr wichtige Sachen im Leben, wichtigste Momente im Leben eigentlich. Einer der wenigen positive und negative Sachen. Und ich konnte nicht dabei sein, obwohl meine Hilfe gebraucht wurde. Ich konnte nicht dabei sein. Ich habe viel mehr telefonieren müssen, damit ich halt Unterstützung sein kann. Ob es Behörden sind, ob es, keine Ahnung, was Krankenhaus, ob es, ja. Positive und negative Gespräche, sagen wir mal so. Und das hat mich noch mehr Kraft, noch mehr Laune, Motivation, noch mehr Laune, Lebenslust, alles hat es mir genommen, diese 2 Wochen. Das war so chaotisch. Also für Videos machen war absolut, stand gar nicht zur Rede. Geht ja nicht. Das ist okay, weil ich zu Hause war und nicht viel, bei ihnen sein konnte, habe ich mich vertieft. Entschuldigung. Ich konnte mich nur ablenken, indem ich gestickt habe wie ein Weltmeister. Ich habe gestickt und gestickt und gestickt und gestickt. Ich habe hauptsächlich meine Perlenprojekte gestickt in dieser Zeit. Kreuzstickprojekt werde ich im April nicht. So, ich habe im April natürlich einen Finish gemacht. Was ganz Kleines. Moment kurz. Und das war schon am 3. April soweit. Und danach dann. Außer das eine, was ich gefinisht habe, habe ich kein Kreuzsticken gemacht. Ich vermisse gerade Kreuzsticken unnormal. Aber ich werde mit Kreuzstickprojekten meine Reise nach Türkei abwarten. Weil unterwegs werde ich halt Kreuzsticken besser machen können als wie Perlensticken. Weil ich im Moment an meinen Projekten nichts Einfarbiges habe. Auch keine einfarbige Seite wie letztes Jahr. Letztes Jahr war das ja mit dem Jahresprojekt 2021 so, dass ich fast 4, 5 Seiten im Auto durchsticken konnte. Alles, was nur schwarz war. Aber dieses Jahr ist es nicht so. Deshalb
habe ich mir gedacht, die Kreuzstickprojekte können für Mai abwarten, dann hole ich Mai und April nach und mache auch Mai. Ja. So. Wie gesagt, ich schaue dann jetzt nach und nach die Videos durch, die ich halt nicht schauen konnte in den ganzen 2 Wochen. Es hat sich einiges angesammelt. Sehr schöne Videos, sehr viele Neuigkeiten. Übrigens, ich meinte gerade mit Sunny Hachidori. Sie hat natürlich ihren eigenen YouTube-Kanal von, ich rede zwar jetzt über ihren Namen und über ihre Videos, sie hat einen YouTube-Kanal hier, das heißt Sunny Hachidori, klein aber oho. Super tolle Videos, super tolle Projekte, Stickprojekte macht sie da. Moment, ich muss erstmal jetzt hier rauskommen. So. Ah, jetzt, wo ich schon mal dabei bin hier für die Rückdingens. Ich habe sehr viele Fragen nicht beantworten können, Kommentare nicht beantworten können. Deshalb tut es mir wirklich leid, Leute, vom Herzen leid. Das ist nicht nur daher gesagt. Ich habe mich nur bei einer Person entschuldigen können, wo ich nicht Hilfe leisten konnte mit ihrer Frage. Das war nämlich, ich habe die Rückrunde, was die Rückrunde angeht, wenn man hingestickt hat und dann zurücksticken möchte. Ich habe die Frage auch so nicht im Kopf, aber ich weiß, dass da halt 4 Perlen übrig geblieben sind oder irgendwas war da. Ich konnte mich nicht so extrem konzentrieren auf das, was ich gelesen habe. Auf das Nötigste wirklich, was die Familie betrifft, habe ich mich konzentrieren können, weil mein Gehirn hat nichts registrieren können in dieser Zwischenzeit. Das war chaotisch. Ich entschuldige mich auch bei allen anderen Kommentaren, die ich nicht liken konnte, die ich nicht zurückkommentieren oder beantworten konnte. Verzeiht es mir bitte. Aber ich kenne meine Community, wie liebevoll und wie verständnisvoll ihr seid. Ich danke euch daher für eure Geduld, für euer Verständnis, die ich mehrmals in Anspruch nehmen musste in der Vergangenheit und sowohl auch jetzt. Ja, Sunny Hachidori war ich dran. Ich habe ihr letztes Video bezüglich den Kooperationen aus China, von China betreffend, was China-Händler ist, sind gesehen und ich stehe da hundertprozentig auch dazu, zu ihr, schalte zu ihr und bin derselben Meinung. Ich habe in meinen letzten Kooperationen auch versucht, eigentlich so gut wie möglich nur Zubehör zu holen, auch wenn ich das hatte, das war wie Garnboxen und die 56er Slotboxen oder Tic Tac Dosen Sets oder so, aber ja, so gut es geht. Und dann habe ich versucht, nach bestem Wissen gewissen Bilder, die, wo ich wusste, dass mir sicher sein konnte eigentlich, wo ich dachte, nee, das hast du bei den berühmten Designern nicht gesehen. Das widerspiegelt sich jetzt in deinem Gedächtnis nicht. Dann habe ich halt so kleine 2 Bilder mal gehabt. Kreuzstick-Sets. Und ich bin auch dafür, wenn ich eine ich habe Kooperationsanfragen auf der Warteliste, die ich noch nicht beantwortet habe. Aber hat jetzt nichts damit zu tun, dass es die Plagiate betrifft, sondern ich habe Bedenken, dass die mich erreichen könnten, bevor ich halt in die Türkei reise. Und wenn ich dann in die Türkei reise, bin ich etwas länger weg und könnte dann halt Ewigkeiten die Videos nicht machen, die ich dafür machen sollte. Daher habe ich sie unbeantwortet gelassen. Falls ich diese Anfragen beantworten sollte von den Kooperationen, bin ich auch dafür, dass wir, also Zubehör, kann man bedenkenlos bei China-Händlern holen und dann Bilder, Kreuzstich-Sets oder Diamond-Painting-Sets sollte man wirklich meiden, Plagiate zu holen.
Das werde ich auch in Zukunft so handhaben, aber steht erstmal außer Frage. So. Die sind da wirklich günstig und qualitätmäßig auch sehr gut geeignet für unsere Hobbys. Und das kann ich jedem wärmstens empfehlen. Okay, für die engeren Geldbörsen. Ich stimme euch da absolut zu. Manche Bilder können sehr, sehr, sehr teuer sein. Manche Sets können wirklich, wirklich teuer sein. Aber andersrum gerechnet, man muss nicht die Sets, ich sag mal so, ich nenne jetzt Namen, es soll keine Werbung sein, wenn man sich Vorlagen von, wie heißt es? Heaven and Earth Designs downloadet, kauft. 10 Euro, 6 Euro. Die liebe Tanja aus unserer Facebook-Gruppe erinnert uns erfreulicherweise immer, wenn es Sale gibt, da sind die 50% reduziert, die Vorlagen. Kann man sogar für 6, 7 Euro eine Riesenvorlage holen. 10 Euro, 15 Euro maximal. Super Bilder, super Vorlagen, die man dann auf den Pattern Keeper laden kann. Und Garne. Die Garne kann man sich ja auch bei den China-Händlern holen. Man muss halt nicht, wenn man bereit ist, China-Kits zu sticken, kann man auch einfach gucken, dass man statt diese kleinen, ich weiß nicht, mehr oder weniger guten Umwandlungen kann man sich wirklich ein qualitativ sehr hochwertige PDF kaufen, China-Garne kaufen, wie heißen die, CMX-Garne oder CMC-Garne, ich weiß es nicht mehr, wie die heißen, CMX-Garne, glaube ich. Ich habe von mehreren YouTube-Kolleginnen gehört, dass die wirklich waschecht sind, also nicht ausbluten, wenn man sie wäscht. Und dass man toll damit sticken kann. Es gibt YouTube-Kollegen, die bestellen sich zum dritten Mal die Garne nach, weil die so zufrieden sind davon. Und wenn man sich die DMC-Garne 200 Farben, manche Bilder haben ja 200 Farben, manche haben 90 Farben. Die meisten Bilder, die Vorlagen bei Heaven and Earth Designs fangen ab 90, glaube ich, an. Nee. Reguläre Farbanzahl sind 90 Farben. Also dann hat man trotzdem eine sehr tolle Umwandlung. Man hat keine Raubkopie begangen, wenn man diese Vorlage sich bei Heaven and Earth Designs kauft. Oder man kann auch bei Etsy Vorlagen kaufen. Die sind direkt zum Download bereit. Man kann sich sein Kit zusammenstellen, was sehr, sehr viel Spaß macht. Dann hat man auch wirklich eine PDF-Vorlage, wo man auf dem Pattern Keeper und diesen anderen Apps, die auch für iOS zugelassen sind, iOS-fähig sind, hat man da ein super Bild, hat keine Raubkopie begangen, eine super Umwandlung und man hat die Designer unterstützt. Ich sage ja, es gibt mehrere Anbieter. Gecko Rouge kann man sich auch nur eine PDF-Vorlage kaufen. Man muss nicht unbedingt einen ganzen Kit kaufen. Soweit ich weiß, das geht da auch. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das ist mit den DMC-Farben. Die kriegt man dann zur Verfügung gestellt, glaube ich. Und dann ist natürlich euer tolles Kit oder Set auch genauso günstig, wie halt hätte man diese große Vorlage mit den Garnen in China bestellt. Also Kostenfrage ist es daher nicht. Also ich habe das so mal einkalkuliert, gerechnet für mich und habe mir gedacht, okay, wenn ich so ein China-Kit für 20, 30 Euro habe, 20, 30 Euro kriegt man 400 Farben mehr sogar aus China. Man hat alle Farben dabei. Dann gibt es die kleineren Sets, die man sich kaufen kann, so 50er oder so. Für 8 Euro, 7 Euro, 6 Euro hat man
Ich denke mal, für 50 Euro hat man locker 700, 800 Docken zu Hause. Wenn man dann für 10 Euro zwei PDF-Vorlagen holt, hat man super zwei Bilder zu Hause, die man, zwei Projekte, die man sticken könnte. Es ist anstrengend für mich zu reden. Ich merke das. Ich versuche immer die Sätze von neu zu starten, unbewusst, unbewusst, absolut unbewusst. Moment, ich darf jetzt nichts falsch machen hier. Es geht weiter. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind gut. Was jetzt hier? Ja. Ja, dann, was war noch? Daher werde ich in Zukunft, ich habe zwei Kooperationsanfragen mal vorher beantwortet. Dessen Pakete sind immer noch nicht angekommen. Falls die ankommen, werde ich die natürlich auch unboxen müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da Bilder bestellt habe. Damals schon länger unterwegs und ich habe auch keine Rückmeldung erhalten. Ich weiß gar nicht, ob meine Mail bei denen angekommen ist, ob die überhaupt bearbeitet wurde. Ist mir vorher noch nie passiert. Vielleicht habe ich auch vergessen, die Antwort abzusenden. Weiß ich jetzt nicht. Und ja, das wollte ich dazu sagen. Super, das Statement von Sunny Hachidori, was sie da in dem Video gemacht hat. Wie gesagt. Was war noch, was ich mit euch teilen wollte? War schon einiges, ne? Die Sortierbretter, die ich da halt in den Videos hatte, da kam auch eine Frage dazu. Die ist schon mehrmals beantwortet worden in der Facebook-Gruppe und auch in den anderen Videos von mir. Es gibt jetzt verschiedene Quellen, wo man sich die holen kann. Es gibt verschiedene, früher hatte ich von Amazon diese Silikonformen für Hundekekse, Naschzeug gehabt. Das war riesengroß. Den habe ich Ewigkeiten benutzt. Allerdings muss man, wenn man das bestellt, war bei mir am geeignetsten 1,5 cm Durchmesser. Ich habe auch den mit 1 cm Durchmesser geholt, gehabt. Und der war halt für meine Finger zu klein gewesen, aber ich kann es benutzen. Ich hatte das damals mit dem 1 cm auch testen wollen, weil da halt mehr Fächer drin sind, mehr Rundungen, wo ich halt mehrere Reihen vorsortieren kann. Aber das benutze ich nur zur Not. Dann kamen diese Topflappenuntersetzer, also Topfuntersetzer. Diese hier. Die hatte ich von einer Zuschauerin abgekauft, abgenommen. Damals drei Stück, zwei Stück gingen in eine Verlosung bei mir. Eins habe ich dann für mich behalten. Und dann hat man bei eBay oder Amazon ein anderes vorgeschlagen. Da kommt, das muss ich aufzeigen. Ganz kurz. Ich sitze wieder in der Küche gerade. Da muss man halt immer vorsichtig sein. Dann habe ich die bestellt gehabt. Das war Dreier-Set für 7, 8 Euro. Da ist der Durchmesser wieder kleiner und höher sind die Einkerbungen, also tiefer als wie das andere. Das tue ich mal wieder weg. Könnte total gefährlich werden. So. Ich bin gegen Stativ geknallt. Also das ist am besten geeignet. Und den hat die liebe Corinna vom Kanal Stickliesel, hat sie auch im Video mal erzählt, dass man das bei Rewe bekommt. Da, wo die 1-Euro-Körbe sind oder Haushaltsartikel sind, kann man schauen. 1,50 € war das, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Aber bei uns bei Rewe habe ich nachgeschaut, da gab es die nicht. Und die liebe Corinna hatte ihren Sohn, der in Frankfurt lebt, ganz viele kaufen lassen und hat unsere Gruppe
quasi damit versorgt, die halt für die, die es bei sich bei Rewe nicht haben oder nicht die Möglichkeit haben, nach Rewe zu kommen und so weiter. Danke nochmal an dieser Stelle für die Hilfe von der lieben Corinna. Kanal Stickliesel-Sorber. Ich bin mit meiner. Alles zu, alles zu. Wisst ihr, wie sich meine Stimme bei mir anhört? Wie das sich bei mir zurückschallt, als wäre ich im Tunnel und von ganz weit weg hört sich das Ganze an. Ich weiß, ich müsste normalerweise zum HNO und Antibiotika eventuell nehmen, weil sich da alles entzündet hat in dem Bereich, aber nee, nee, nee. Mache ich nicht, tue ich nicht, will ich nicht. Ich will mich da nicht untersuchen lassen und nicht hingehen. Ich mag es nicht. Ich bin ein schlechtes Vorbild, was das betrifft. Deshalb bin ich in dem Thema jetzt direkt mal leise. Ja, heute ist Montag, Ostermontag, Bombenwetter. Und ja, ich hoffe, ihr habt eure Ostertage genossen. Ich hoffe, es war so harmonisch wie möglich und ihr hattet richtig genießen können. Ihr habt es richtig genießen können mit eurer Familie, das Wetter, das Beisammensein. Und ich habe gesehen, viele meiner YouTube-Kollegen hatten für Ostern einiges an Projekten gehabt, die sie halt ihre schönen Tische verzieren wollten, Osterverzierungen, Dekos und so. Die haben es geschafft. Ich gratuliere allen, die ihre Osterdekos noch bis Ostern fertig machen wollten. Falls nicht, seid nicht traurig, liebe Stickerinnen, liebe Perlenliebhaberinnen, wie die liebe Honigrosa das sagt. Perlenliebhaberinnen, das sagt sie so schön. Der nächste Ostern kommt auch. Das nächste Ostern heißt das, oder? Was habe ich noch? Ich habe es wieder nicht notiert. Ich rede wieder Freischnauze. Wo soll das bloß enden mit mir? Die Hälfte wieder bestimmt vergessen, was ich erzählen wollte. Ja, ich war halt nicht so aktiv. Es hat mich Kraft gekostet. Ich denke, du machst jetzt Video. Was willst du denn erzählen? Weil ich habe es mir angewöhnt, irgendwie kurz und knapp zu reden, damit es mich nicht so wie heißt das? Damit es mich nicht so anstrengend, damit es nicht so anstrengend für mich ist. Mann, richtig, richtig schwer reden zu können, denken zu können dabei. Vielleicht fällt es mir gleich ein. Ich rede ja quer durchs B-Thema, abbrechen, neue Thema, andere Thema starten, mitten im Thema anfangen. Aber egal. Ich habe länger als ein Jahr her, glaube ich, sogar viel länger, glaube ich, hatte ich schon mal das Thema angesprochen, meine Videos in einer anderen Sprache auch aufzunehmen und hochzuladen. Was ich bis heute ja nicht getan habe. Und zwar auf Türkisch. Ich kann leider kein Englisch. Ich kann auch keine andere Sprache. Ich kann Englisch so zu sagen, die Grundkenntnisse von Englisch, also ein Hundertstel von den Grundkenntnissen, noch nicht mal 1%, so ungefähr, muss man sich das vorstellen. Ich kann mir mit meiner Logik, wenn ich was lese, was jetzt in letzter Zeit sehr oft bei Stickvorlagen der Fall war, mir nur zusammendenken, reimen, was da halt gemeint ist. Und wenn ich mich vorher, vor dieser Krankheit, habe ich des Öfteren englische Videos geguckt in verschiedenen Bereichen. Und umso mehr man halt englische Videos schaut, umso mehr lernt man Begriffe dazu, Wörter dazu, weil man halt Übersetzungen macht, dank Onkel Google.
Und die bleiben auch irgendwo im Kopf hängen, was das bedeutet. Und wenn man das im nächsten Video mal hört, dieses Wort, irgendwann prägt sich das ja ein. So, damit habe ich aber nicht mehr weitermachen können, wo ich so krank wurde, war ich froh, überhaupt mal ein Video 10 Minuten laufen lassen zu können. Ja, wie gesagt, mein Englisch ist nicht so gut. Zurück zum Thema. Meine Nase ist zu. Aber es ist alles oben. Nicht, dass ihr denkt, mir tropft das hier gleich auf meinen Stoff. Es ist alles unter den Augen, entlang den Ohren. Naja. Ja, da ich gebürtige Türkin bin, hatte ich euch ja erzählt, ich werde auch meine YouTube-Videos, diese Anleitungen, Stick mit mir und so weiter, auch auf Türkisch aufnehmen. Ich werde sie, ihr werdet es natürlich an dem Titel, an der Überschrift erkennen, dass es Türkisch ist, weil man es nicht lesen kann. Aber ich werde es dennoch kennzeichnen müssen oder wollen, damit man schnell erkennt, ah, okay, das ist ein türkisches Video mit TR in Klammern. Ja, es wird am Anfang sehr viele Videos geben. Ich werde versuchen, täglich Videos zu machen. Jetzt auch, wenn es für mich sehr anstrengend ist. Aber ich habe sehr viel nachzuholen, was ich halt türkischen Zuschauerinnen, Zuschauern vermitteln will, an Videomaterial, die ich in der Vergangenheit mit euch für euch hochgeladen habe, gibt es Nachholbedarf. Und da ich ja bald in der Türkei sein werde, werde ich alle meine Materialien ja auch nicht mitnehmen können. Aber in den Videos müsste ich die auch vorführen und präsentieren können. Damit ich das machen kann, weil mein ganzes Zeug ist hier, werde ich versuchen, die Videos aufzunehmen. Bitte nicht verwundern, das wird irgendwann in den nächsten Wochen dann aufhören. Nicht, dass ihr euch genervt fühlt. Oh, schon wieder ein türkisches Video. Oh, die ladet ja schon wieder ein türkisches Video hoch. Das wird dann aufhören, wenn ich eher meine, ich werde jetzt nicht natürlich 10.000 Stück mit mir es machen, sondern themenbedingt, was die Vorsortierung betrifft, was die Q-Snaps betrifft, was die Stoffe betrifft, was die Garnen betrifft, Zubehör, die man halt auch in der Türkei kriegen könnte, werde ich präsentieren und so weiter. Also die man halt nicht in der Türkei bekommt, die werde ich außen vor lassen. Und ja. Ich denke schon, das ist halt, weil auch wenn nicht täglich jeden zweiten, dritten Tag ein Video auf Türkisch kommen wird, und irgendwann wird es aufhören, so dass ich dann wie meine anderen YouTube-Kolleginnen parallel, wenn ich dann halt ein deutsches Video hochlade, auch ein türkisches kommen wird, das gleiche Video halt nur auf Türkisch mit den Inhalten. Und ja, ihr werdet bestimmt einiges zu belächeln haben. Ich höre mich akustisch bestimmt ganz anders an, wenn ich dann halt auf Türkisch rede. Die Buchstaben alleine, wie die akustisch ausgesprochen werden, ist ja auch anders. Ich hoffe, ihr habt euer Spaß dabei, wenn ihr sie schaut. Wenn ihr sie schaut. Es muss sie keiner schauen, natürlich. Aber falls aus Neugier das ein oder andere Video angeklickt wird, nur um zu gucken, was zeigt sie denn da, was versucht sie zu erklären, könnte es auch interessant sein. So wie bei mir, wenn ich halt Englisch, aber zumindest kann ich ein paar Wörter Englisch. Ist ja nicht in eurem Fall so, dass ihr dann halt ein paar Wörter Türkisch könnt. Naja, ich habe auch überlegt, eigentlich Untertitel nur zu schreiben auf Türkisch, dass ich halt Deutsch rede und unten der Text auf Türkisch kommt. Aber ich kenne es von mir selber, wenn ich Videos gucke und da unten ist eine andere Sprache. Oh, das ist meistens bei Netflix, kennt ihr das?
Ist es nervig, eine andere Sprache unten herbei nebenbei laufen zu lassen? Videountertitel, weil das lenkt einen ab. Das lenkt einen vom Geschehen im Video ab. So. Falls ihr bemerkt habt, wenn ich hier auf der Seite bin, weil das ist die linke Seite des Bildes, also komplett außenrum, steche ich einmal nach unten durch, als würde ich gleich die nächste Perle nehmen und weiter sticken. Und dann gehe ich irgendwo unten, steche ich wieder ein und gehe dann halt eine Reihe hoch. Hier. Für die nächste Reihe. Das mache ich aus dem Grunde, damit diese Seite stabiler und sauberer aussieht. Nur aus dem Grund. Ihr müsst es nicht, ihr könnt es machen. Wenn man es nicht macht, ist es auch nicht schlimm. Aber ich finde dann die Kante, den Abschluss, die Leiste hier dann viel sauberer. So sieht's aus. So. So sehen die Perlen da drauf aus. Auf jeden Fall danke ich jetzt schon mal für euer Verständnis. Ich hoffe, es regen sich nicht so viele auf darüber, wie jetzt wirklich und so. Aber ich hatte das echt schon länger, länger, länger vor. Und letztes Jahr in Türkei wurde ich auch darauf angesprochen, ja, warum machst du das denn nicht auf Türkisch, Mensch? Und das sind so tolle Sachen. Das wäre echt schön, wenn du das auf Türkisch machst. Hatte ich gesagt, ja, okay, mache ich, kein Thema. Ich kann ja Türkisch. Warum denn nicht? Ich habe ja die Zeit vom Homeoffice aus. Aber bis heute kein einziges Video auf Türkisch hochgeladen. Tja. Stattdessen habe ich es mit dem Zweitkanal über die Produkte, die ich halt im alltäglichen Leben benutze. Ein Kanal habe ich versucht, einen Kanal zu führen. Aber natürlich, die Produkte verwende ich nach wie vor, wende ich nach wie vor an. Hautpflege ist A und O, Sonnenschutz ist A und O. Wir haben nur eine Haut. Und wenn man nichts dagegen tut, veraltet es durch Stress und durch die Psyche bedingt, durch gesundheitliche Einschränkungen, durch Klimaeinschränkungen, veraltet es ziemlich schnell. Man muss sich einen Wasserkocher vorstellen, in dem man ständig Wasser kocht, aber nichts anwendet, um die Kalkablagerungen wegzubekommen, zu beseitigen. Das sieht nicht gut aus. Wasser alleine reicht da nicht. Wasser kann auch sehr viel anrichten, ne? Ja, da habe ich dann halt aufgehört mit dem Kanal, weil ich habe gemerkt, es nimmt mir zu viel Zeit von meinem Hobby. Freizeit weg, Videos dafür aufzunehmen. Wenn ich für Videos mich vorbereitet habe und überlegt habe, was erzählst du im Video, wie erzählst du welches Produkt, habe ich viel zu viel Zeit, kostbare Zeit verloren, was hier mein Hobby betrifft. In der Zwischenzeit hätte ich viel schönere Hobbyvideos machen können. Also habe ich mir gedacht, nee, Mine, du wendest dein Produkt jetzt für dich an. Du testest weiter. Ich liebe es ja zu testen. Aber musst halt nicht darüber unbedingt reden und der Gott und der Welt alles zeigen. Mach dein Hobby. Schmier dir deine Pampe auf dein Gesicht, auf deine Hände, auf deinen Körper, auf deine Haare. Aber keiner will es wissen. Deine liebe Community will lieber von dir. Okay, da gibt es auch liebe Communities. Herzliche Communities, Zuschauer und so. Aber ich bin glücklich mit meiner Community, mit meinen Zuschauern. Teilweise haben sich ja Freundschaften aus dieser Community gebildet und es werden noch weitere dazukommen. Und ich freue mich schon auf die Zukunft hier auf meinem Kanal natürlich. Ja, sicher, ich erweitere es, indem noch türkische Zuschauer aus der Türkei vielleicht dazukommen oder türkischsprachige Mitbewohner in Deutschland, die halt kein Deutsch können. Und so weiter und so fort.
Die kommen noch dazu, aber in dem Augenblick, wenn es dann halt, auch nur wenn es türkischsprachige Zuschauer sind, die reden auch über das, was mir Spaß macht, nämlich über das, wofür ich meine Freizeit eigentlich opfere, ist mein Hobby. Und ja. So. Also die Rückrunde, genau, die wollte ich auch zeigen, weil ich habe halt in der einen Nachricht oder des Öfteren mitgefragt, ja, wie machst du das in der Rückrunde? So. Ich mache das meistens so. Kann man das eigentlich sehen, wirklich? So, ich halte das mal vor die Kamera. Die letzte Perle, die letzte, allerletzte Perle gehe ich nur so, als würde ich weiter gleich die nächste ansticken wollen. Die sitzt. Das ist die, die sitzt. Dann tue ich nichts. Ich nehme wieder die nächste Perle, was für die nächste Reihe nach oben ist. Das Einzige, was ich dann tue, ist, statt hierhin zu sticken, also von hier unten nach oben zu sticken. Ich mache jetzt nicht so weiter, sondern hier gehe ich direkt runter. Also nach oben. Das wäre die nächste Reihe. Gleichzeitig auch der Zehneranfang von meinem Raster, die erste Reihe eigentlich. Und steche nach unten zwischen die zwei Perlen. So. Und zack, da sitzt sie. Ja, war jetzt blöd. Ist die erste Perle, ist die helle auch noch. Hier mache ich keine doppelte Naht. Also ich sticke die Perle hier nicht doppelt, damit man halt die nächste Seite nicht erkennt. Das ist auch keine ganze Seite übrigens, ne? Das sind hier 30 Perlen nur. Das ist eine halbe Seite. Ich hatte das ja schon mal angesprochen. Ich halbiere in die Länge meine Seiten, damit ich einen schnelleren Erfolg oder Fortschritt erkennen kann, weil 30 Perlen sind leichter, schneller gestickt als 60 Perlen. Dann weiß ich, okay, an dem Tag hast du viel mehr geleistet. Du siehst halt, dass dein Bild, deine per viel, auf deinem Bild viel mehr Perlen sind. In die Breite erkennt man das nicht so gut. Optische Täuschung nenne ich das. Und dann sticke ich halt weiter, indem ich halt wieder immer nach unten sticke. Das ist dann die nächste Reihe halt. Viel mehr tue ich nicht. Ich nehme immer das nächste Loch. Vorhin habe ich hier zwischen die zwei Perlen, dann halt zwischen die nächsten hier ins nächste Loch einfach. Das ist so, so, so einfach. Ja, und das werde ich halt versuchen, auch auf Türkisch den Leuten zu erklären. Diamond Painting Videos werde ich nicht übersetzen. Ich werde auch nicht die wie alte Videos nehmen und versuchen zu übersetzen. Ich werde versuchen, Videos neu zu machen. So. Dann werde ich das nur in Zukunft halt. Oh, das Licht kommt richtig zu viel drauf, ne? Man erkennt fast gar nichts mehr. Ja. Ich werde halt Videos dafür neu machen müssen, damit ich auch besser erklären kann, weil ist einfach besser. Aber wenn ich einiges an Videomaterial nachgeholt habe und parallel Deutsch-Türkisch hochladen kann, werde ich versuchen, auf Türkisch halt zu übersprechen die Videos, damit ich es nicht zweimal aufnehmen muss. Unboxing-Videos natürlich werde ich auch weglassen. Also ist einiges, was ich weglassen werde, aber auch einiges unvermeidbar, dass ich darüber Videos mache.
Ihr könnt gerne eure Meinung dafür darunter unter meinem Video schreiben, kommentieren. Mich interessiert es, ob es, wie viele Leute es denn nun stören würde hier auf meinem Kanal. Aber ich werde dafür kein neues Kanal öffnen. Also keinen anderen YouTube-Kanal dafür extra starten. Das ist mir zu viel Arbeit. Wir haben Nachwuchs in der Familie bekommen. Das wollte ich auch mit euch mitgeteilt haben. So, by the way, ganz nebenbei, obwohl es total wichtig, was etwas Wichtiges ist. Und das ist halt meine Nichte. Bei ihr konnte ich auch nicht sein. Sie war eine Woche über dem Termin und sie hat halt, wie sagt man so, seelische Unterstützung benötigt, weil ihre Mama lebt in der Türkei, ihre Schwester hatte in der Türkei gelebt und sie hatte eigentlich, ich bin als Mama-Schwester-Ersatz für sie immer da gewesen, ihre ganze Kindheit und so. Eigentlich ist sie die Nichte meines Mannes, aber wir sind wie Geschwister und ich konnte für sie nicht da sein, sie war alleine, sie konnte nicht zu mir und ich habe sie versucht am Telefon zu, ja, stärken, ihr Laune zu machen, Motivation zu geben, sie zu beruhigen, aber sie wusste, sie hat es selber gemerkt und wollte mir nicht zur Last fallen und ich wollte sie mit meiner Erschöpfung nicht zur, ich wollte ihr nicht zur Last fallen. War schon eine anstrengende Zeit. Meine Mama, sie lebt alleine, ist umgezogen. Nach 20 Jahren hat sie ihre Wohnung gewechselt. Und sie hat außer mir keinen, nur meinen Bruder. Und es musste ja vieles halt ausgemistet werden bei ihr in der Wohnung. Den alten Kleiderschrank, Küchenschränke und so müssten abgepackt, eingepackt werden, aussortiert, ausgemistet. Und ich konnte für sie nicht da sein. Sie hat halt Unterstützung halt. Haben wir zu ihr hinschicken können. Aber sonst, ja, ich habe die wichtigsten Menschen, die für mich sehr, 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 sehr viel bedeuten, habe ich in ihren wichtigsten Momenten alleine lassen müssen. Also in den 2 Wochen gab es sehr viel Lächeln, sehr viel Weinen. Also ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. Und raubende Erlebnisse. Zudem war ich auch noch K.O. Ich und mein Abwehrsystem, Immunsystem sind sowieso sehr schwach. Also ich weiß es nicht. Ich bin geimpft, Leute, falls ihr sagt, ja, warst du denn nicht geimpft und so. Doch, ich bin geimpft. Und mittlerweile zweimal genesen und trotzdem down. Naja, anderes Thema, ne? Ja gut, ich habe euch auch sehr viel jetzt erzählt und wiederum gar nichts, weil ich wieder durcheinander geredet habe. Ich hoffe, ich war trotzdem verständlich und die Sonne wird hier gerade viel, viel, viel stärker. Und ja. Update zu meinen Projekten wird wieder kommen. Hobbyjournal April. Und dann werden natürlich meine Sachen alle gepackt. Wenn ihr wollt, kann ich euch zum Einpacken der Perlenbretter, ich werde sie alle auspacken natürlich, aussortieren in die Flaschen und ja, nee, reisegerecht werde ich alles einpacken, außer meine Kreuzstickprojekte, ein, zwei Kreuzstickprojekte kommen in meine Reisetasche für mein Hobby, den ich euch gezeigt habe, der meistens nur im Auto sein wird, damit ich die in die Hotels mitnehmen kann. Und ja, ist nicht mehr so lang bis dahin.
Ich hatte zwei Bretter vorbereitet, aber habe von dem einen Brett noch so viel über, noch zwei Reihen. Hier sind es noch fünf Reihen, die ich sticken muss, dann ist es fertig. Und dann werde ich hier ansetzen müssen. Hier. Die nächsten 30. Ja. Dann wäre das eine Seite. Also wenn ich das hier zurückzoomen. So. Hier die 30, dann die Höhe nach oben, hier noch 5 dazu. Das wäre dann eine Seite. Ich habe aber nicht viele Perlen absticken können, durchsticken können. Ich weiß es nicht, wie viel wir gemacht haben, müsste ich am Anfang des Videos gucken. Die letzten 5, 6 Reihen, glaube ich. Aber ich wollte mich gemeldet haben. Ich weiß, ich habe euch sehr vernachlässigt, aber meine Hobbys habe ich nicht vernachlässigt. Das nur zur Beruhigung. Das ist auch das Einzige, was mein Gewissen beruhigt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Und bitte bleibt gesund. Ich wünsche euch morgen einen angenehmen Start in die Woche. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss und ciao, eure Mine.